Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Alien Isolation. Erstmal ein Hilfefenster aufgeploppt. Für Logitech-Systeme. Ja, wahrscheinlich, weil wir in der Kamera drin waren. Hoffentlich nimmt das gescheit auf. Wenn nicht, sehen wir es ja. Ja, so, im Zweifelsfall könnt ihr mal einen Part damit leben, wenn keine Face. Da ist. Okay, ich glaube, er ist in den. Passt doch auf, stoß doch nicht alles. Ja, genau. Ich glaube, er ist in den Lüftungsschacht verschwunden. Perfekt. Da vorne bewegt sich was. Ich glaube, dass das ein Typ ist. Ja, ich wäre für 17.02. Und dann ist 25.05. Ja, 25.05 go for it, stimmt. Für den Imperator! Für den Imperator! Das links wäre ein Schrank, wenn es ist. Da ist eine Karte. Oh, okay. Ja, ich glaube, der ist im Lüftungsschacht. Achte immer ein bisschen auf die Decke, dass er das nicht aussabbert. Willst du nicht die Karte mitnehmen? Nein! Wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Das ist ein. Ja, genau. Was, wir müssen in die andere Richtung? Ja. Ja, wir müssten eigentlich, wir hätten eigentlich da lang müssen, wo wir gerade dieses unangenehme Geräusch gehört haben. Okay. Was wir aber machen könnten, wir sind jetzt wieder in der Nähe von der Speicherstation. Stimmt, ja. Wie gesagt, wir treiben die Telefonkosten in die Höhe. Ach, der verarscht mich. Ich glaube, dass das der Typ ist, schau mal. Weil es so zittert. Ich höre Schreie. Ich glaube, das ist ein Alarm, der dich kirre macht. War jetzt auch nicht wirklich ängstlich gemeint, einfach nur. Ich glaube, der verarscht mich wirklich. Die Speicherstation bewegt sich. Sie müssen wieder in die andere Richtung gehalten werden. Nein? Nicht nur gehört. Das ist immer gemein, wenn er nämlich so Geräusche macht, dann heißt es, er weiß, wo du bist. Und untersucht es gleich, aber. Hallo! Das war jetzt gerade irgendwie awkward. Ja, naja, ist mal wieder in den Schrank reingeglitscht. Das Pathfinding in Creative Assembly spielen war noch nie grandios. Okay. Das ist halt das Geile, es ist halt eigentlich überhaupt gar nicht so gedacht, dass man da überhaupt nochmal hingeht. Okay, perfekt. Im Moment zumindest. Na gut, früher oder später müssen wir wieder durch die Tür. Aus der Kamera. Na, komm ruhig ein bisschen näher. Okay, das ist weg. Erstmal. Ich glaube auch, dass es mit den anderen Spielkameraden schon fertig ist. Meinst du? Ich wüsste zumindest nicht, warum es sonst so viel mit uns spielen will.
Ja! Nein, ich bin nicht hier! Ach, leck mich echt. Hey, komm schon! Naja, gut, dass wir da gerade erst gespeichert haben. Aber das war, also wo ich die das erste Mal hatte, die, wo er dich von hinten ersticht, die fand ich richtig heftig. Wo dann noch die Hand kam. Naja, also. Das war richtig gemein. Ja, sonst bleibt uns eh nicht übrig. Es ist wieder und wieder und wieder zu probieren. Hier bin ich! Lalalalalala. So hast du das gemacht. Weil ich es kann. Okay. Ich glaube nämlich, dass er jetzt eine Ahnung hat, wo du reinkommtest. Sieht aber eher danach aus, als ob er sich entfernt. Haben wir ihn erfolgreich verwirkt. 2505 Kaufhalt. Ich habe gerade eine ganz andere Idee, ehrlicherweise. Hm. Wir hören auf, Alien Isolation zu spielen. Und spielen wieder für den Imperator. Genau, für den Imperator. Nee, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach mal in die andere Richtung so einen bekloppten Geräusch machen? Ups. Werfen und dann abhauen. Ich weiß nicht, ob wir ihn werfen können. Ich glaube, den kann man nur platzieren. Nee, oder? Den kann man schon auch werfen. Echt? Jetzt kommt unser Freund wieder. Zauber fix. Das habe ich nicht gedrückt. Ich tippe auf doch, aber. Ah ja, stimmt, ja. Ja. Ich dachte, ich drücke vorlehnen, dabei habe ich aus Versehen E gedrückt statt B. Ah, cool, der ist im anderen Raum drin. Ja, wie auch immer da hingekommen ist. Entweder ist da ein Lüftungsschacht oder er ist, während wir uns im Schrank versteckt haben, spontan an uns vorbeigespurtet. Oh, der kommt. Du willst da nicht hin. Der kommt schon so zielstrebig. Ach komm schon, Eli. Eli. Eli, das Alien. Ich finde Eli ist ein schöner Name. Nein. Warum denn? Nee, wir geben ihm keinen schwulen Namen. Eli ist nicht schwul. Ich dachte, hier kommt nochmal und schaut rein. Das wäre ja noch lustiger. So, wo geht er jetzt lang? Hier in den Speicherraum, glaube ich. Nee. Er ist weg. Vielleicht ist er nicht schon. Definitiv nutzen werden. Warte, nicht in Motion. Gut, dass du auf mich hörst. Sorry. Ich dachte nämlich gerade eine Tür gehört zu haben. Deswegen hat es die Vermutung, dass er vielleicht direkt hinter uns ist. Nee, er ist eher direkt vor uns. Nee, es war ein Typ. Ah, das war ein Typ. Es war in der Tat wahrscheinlich gleich ein Typ. Ja. Das war eine süße Geräusche. Das hat der Typ eigentlich nicht auf ihn geschossen. Ich hab auch nicht geworfen. Ich find's schwach, dass er nicht zumindest geschrien hat. Ja, das kann man doch bestimmt programmieren, dass die Bots auf das Alien reagieren, oder? Alter, aber das kommt jetzt immer echt schnell aus diesem Schacht raus. Boah, das steht auf dem Bett. Das ist ja gemein. Ist auf dem Bett, oder dachte ich. Ist es immer noch? Ich weiß es nicht, ich sehe den Schwanz nicht mehr. Das war eben das, ich glaube, dass es da runterküpft ist. Schau mal, loop mal, also schau weiter in die andere Richtung, also dreh dich nochmal um. Und geh ganz, ganz langsam zur Seite. Ich werde gerade kirre, du. Dort direkt rechts wäre ein Schrank. Unter dem würde ich nicht, also von
jetzt links. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Da würde ich mich halt echt gern verstecken. Jetzt im Schrank. Das ist so krass, dass dass es nicht checkt, wenn man in den Schrank reingeht. Oder vielleicht tut's das. Vielleicht hört er das tatsächlich. Weil es ist schon verdammt oft gewesen, dass wir in den Schrank reingegangen sind und er dann kurz danach kam. Das ist halt gerade richtig gemein mit dem flackernden Licht. Da sehen wir es nicht mal gescheit. Wäre gerade hin und her gerissen, ob wir den Moshi benutzen oder nicht. Ich will ihn halt einmal noch vorbeigehen sehen. Einmal will ich noch die Bestätigung. Einmal wollte ich ihn noch sehen. Nein, ich meine, ich will halt immer die Bestätigung haben, dass er gerade nicht da ist. Oder dass er gerade mal da war und dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass... Ich höre ihn ja die ganze Zeit. Ja, das tue ich auch. Er steht direkt ums Eck. Ja. Das Kind gerade ist. Ich finde es gerade überhaupt gar keine Komödie, ehrlicherweise. Ich finde es eher ein Drama. Vor allem, weil er jetzt wieder rechts lang ist. Ja, nennen wir es Tragikomödie. So ein bisschen von beidem. Sorry, aber das Spiel ist wirklich lustig, wenn man zuschaut und nicht selber spielt. Vor allem, wie er einfach aus dem Nichts wiederkommt. Ja. Geräusche über und unter ihnen sagen ihnen, dass sie nicht allein sind. Wirklich? Hm. Okay, was war nochmal dein Plan mit dem Geräuschemacher? Ja, ihn irgendwo hinzuwerfen und dafür in die andere Richtung dann zu gehen. So. Cool bleiben. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wie er in den Speicherraum gekommen ist, ohne an uns vorbeizulaufen. Da hätte ich eigentlich gleich durch die Tür gehen können, nicht Depp. Das ist der Schrank, in dem wir jetzt da drin waren. Der sah zwar mega verlockend aus, aber der war eine scheiß Position. Im Nachhinein betrachtet, ja. Ja, also jetzt beim nächsten Mal. Aber wie sagt man immer so schön, hinterher weiß man immer mehr. Ja, natürlich. War auch in keiner Weise ein Vorwurf. Ich habe ja selber gesagt, dass wir da reingehen sollten. Ja. Ja, vom Bett hatten wir den besseren Sichtpunkt. Bedeutend. Und es kam mir nicht so vor, als würde der so wirklich checken, dass wir da unten sind. Soll ich es probieren? Nein, nicht unbedingt. Gut. Ey, der Typ geht mir eigentlich echt auf den Sack. Ja, gemeiner kleiner Typ ist das. Ich hoffe, hier habe ich die Tür perfekt im Blick, wenn sie aufgeht. Ja, kommt er. Ist das Spiel eigentlich pausiert, wenn man auf die Karte guckt? Ich dachte schon, oder? Ja, ich glaube schon. Willst du dann mal, wenn er jetzt dann vorbei ist, nochmal auf die Karte gucken und schauen, ob wir da vielleicht uns einen Fluchtweg überlegen können? Vielleicht auch nochmal tatsächlich zu der Stelle zurückgehen, wo es die Karte aktualisiert. Weil ich habe nämlich die Vermutung, dass der Weg, den wir dort lang gehen, das ist zwar der direkte Weg, aber ob es unbedingt der beste ist,
Weil dort scheint er wirklich gerne rumzulungern. Weißt du, was ich meine? Okay, dann nicht. Nee, er war hinter mir. Du musst eine schnelle Entscheidung treffen. Ja, 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 ist okay. Aber wollen wir das dann, falls wir es jetzt nicht schaffen, probieren? Ja. Also ich weiß ehrlicherweise wirklich nicht mehr, wo die Karten aktualisieren. Ich glaube dort einfach an der, also wo du gerade durch die Tür vorhin bist. Ich bin gerade echt links mit dem Gedanken, den Geräuschemacher rauszuholen und ihn in die andere Richtung zu werfen. Probier's. Hier kommt eh schon. Jetzt kümmert er sich um den Typen. Du hast mich nicht gesehen. Scheiße. Ach, Mann. Vor allem das Geräusch, ey. Also wie gesagt, ich glaube dort durch die Tür und dann links lang, war diese Kartenaktualisierung. Da kamen wir auf jeden Fall her. Gut, probieren wir es mal. Und dann könnten wir uns in irgendeinen Schrank reinstellen und schauen, ob wir einen coolen Fluchtweg finden. Versuchen wir es. Ja, hab dich schon gehört, du kleiner Wichser. Hattest du die Uhr im Blick? Ja, habe ich. Wir haben noch locker Zeit. Okay. Nein, ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Alles nicht mal zur Hälfte rum. Echt? Ja. Okay. Ich dachte irgendwie schon, dass wir um 5 nach 8 oder so. Echt? Ich vertraue dir mal. Wie gesagt, ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe halt in regelmäßigen Abständen so ein bisschen für einen Überblick, aber nicht am Anfang. Weißt du, was dieses Gefährliche an diesem Motion Tracker ist? Ist, dass der eigentlich keine große Reichweite hat und wir halt meinen, das Alien ist weit genug weg, dabei ist es eigentlich voll ums Eck. Ja. Vor allem, was finde ich richtig, richtig gemein an dem Motion Tracker ist, ist, dass er halt. Dass er halt Geräusche macht. Ja, dass er halt anzeigt, wenn irgendwas ist. Naja gut, dass er Geräusche macht, hat uns ein einziges Mal. Das ist ein Bewegungssensor. Also. Ja, das ist schon klar. Ich sag ja nicht, dass es unrealistisch ist. Ich sag nur, dass das halt... Ich bin nicht hier. Es ist das Rauchen untersagt. Schreib dir das mal hinter deine Ohren, ja? Da schau mal, die raucht doch. Ja. Ich seh doch den Qualm. Asozial. Links. Okay. Gut. Geh erstmal dort runter, unten rechts, dort müssen wir hin, ne? Ja. Okay. Für mich gibt es nur den einen Weg. Ja, sieht ganz danach aus. Das ist mal richtig ärgerlich. Ja, eine Legende wär vielleicht ganz nett. Na, man kann die Legende, glaube ich, irgendwie... Warte. Nee. Warte. Ach, das ist ein Typ. Okay. Könnte schon mal prinzipiell ein Decoy sein. Soll ich ihm ins Knie schießen? Nein, bloß nicht. Eins war ja auch ein Mitarbeiter auf Sebastopol, so wie ihr. Doch dann habe ich einen Schuss ins Knie bekommen. Du willst den Kerl unbedingt erschießen, oder? Nee, aber falls er sich jetzt bückt und mich, und mich entdeckt. Okay. I don't think that's a good idea. Ich glaube, es ist gestorben. Nee, ich fürchte nicht.
könntest du unter dem Bett auch einfach platzieren, oder? Dann könntest R und T zielen, R und halten zum Platzieren. Ja, und dann kannst du ihn, glaube ich, von der Entfernung erst aktivieren. Nee, aktivieren kann ich ihn nicht. Der aktiviert sich dann, wenn jemand in der Nähe ist. Ach so, okay. Beziehungsweise ich glaube, der wird bei Platzieren schon aktiviert, der Geräuschmacher. Ganz ehrlich, probieren wir es einfach mal aus, oder? Warte. Ja, wir sollten warten, bis der ein bisschen weg ist. Aber ganz ehrlich, probieren wir es aus, was können wir verlieren? Im Zweifelsfall probieren wir die. Ich will den aber werfen Sektion in die andere nochmal. Richtung. Ja, gut, dann mach das, aber. Befürchtung, dass der den Typ, ja, dass der den Alarm nicht wirklich übertönt. Mhm. Aber wir könnten auf den Typen die Rohrpumpe werfen. Das ist eine tolle Idee. Finde ich schon. Wie viel haben wir denn? Eine. Schon ums Eck. Ja. Ja, oder ist er gerade durch den Lüftungsschacht gekommen? Aber die Rohrbombe hat ihn immerhin angelockt. Und er ist eine Zeit beschäftigt. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Können wir uns für die Zukunft merken. Tote Menschen beschäftigen ihn. Er fragt sich, was ist hier wohl geschehen? Wer sollte das gewesen sein, außer mir? Fuck. How did he get there? Das kann ich wissen, ehrlicherweise. So, wir können jetzt nochmal ein Geräuschmacher in eine andere Richtung werfen. Oder ganz kurz einen Moshi anmachen. Steht der da? Nee. Aber er ist da irgendwo. Wahrscheinlich sitzt er auf unserem Bett. Ja, da vorne. Interessanterweise, ich glaube, dass dem am meisten die Jagd interessiert. Ich meine, der hat eine wunderbar für ihn vorgelegte Leiche gefunden. Oder eben, nee, ich glaube, die Rohrbombe, die tötet er nicht mal, oder? Doch, doch, der hat den. Ist es nicht, die lähmt einen nur? Okay, go, go, go. Wir haben keine Geräusche gemacht. Ich hier mal safe. Ja, mein gut, das ist ER. Der kommt. Das ist hingehen, ERQ in schneller Reihenfolge drücken und abhauen. Wenn es die Zeit dich kostet, dann. Das ist auch nur halb zu. Und da vorne ist das Exit-Schild. Ist jetzt zum Greifen nah. Du kannst gerade. Nee, ich kann gerade nichts mehr machen. Holy moly. Ach du meine Güte. Okay. Da dürfte das Alien erstmal fernhalten. Mhm.
jetzt ganz cool bleiben. Ich hoffe mal, dass er jetzt erstmal wirklich fern bleibt. Das wäre nämlich richtig asozial, wenn er da dann nochmal kommen würde. Du bist fast jeder, auf den wir treffen, tot. Alter, wir sehen so derb Sterne einfach nur. Ja. Ich glaube, das ist Asche. Meinst du? Sie wackelt schon ziemlich. Ja, okay. Spielen wir es mal ab noch, oder? Ja. Wir müssen ja dann nicht dort bleiben. Rüngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten. Solche Dinge. Duck dich mal. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Versteck. Station kam. Ja, wobei so. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig. Scheiße, unsere Gesundheit verringert sich. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich. Pfeift den Medikit rein. Ich erwarte Ihren Anruf. Okay, ich glaube. Oh, scheiße, das geht ganz schön schnell runter. So, wo müssen wir hin? Hä? Hä? Wo müssen wir hin? Hä? Ach so. Ah. So. Ach nö. Während unsere Gesundheit sinkt. Hätten wir vorher nochmal Medikit reinpfeifen sollen. Weißt du, wie lange wir jetzt hier noch so klettern müssen? Das wird ja wohl jetzt nicht. Jetzt bitte, wenn wir im Klettern verrecken. Ja, jetzt schau nicht ewig lang nach. Alter, komm. Glaube ich, die Gesundheit auch nicht. Ist die Taschenlampe an oder ist... Ich wäre trotzdem dafür, dass wir uns noch Medikit reinpfeifen. Ja, wir haben ja genug. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die Gesundheit in 90% der Fälle, wenn sie sinkt, durch solche Events oder durch Luftanhalten sinkt. Ja. Weil... Wodurch soll es sonst sinken? Wenn uns ein Mensch anschießt, dann sind wir auch instant tot. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Ja, zumindest treffen sie meistens unsere Birne. Ja, richtig. War natürlich ein vollkommen freiwilliger Versuch damals, in einem der ersten Parts. Haben wir einfach nur gucken wollen, wie kugelsicher Amanda ist. Ja, genau. Wir hätten gehofft, sie wäre so wie Rambo und würde die Kugeln einfach mit dem Mund fangen und zerkauen. Zurückschießen. Ja, genau. Ah, ein Sensor, den wir nicht brauchen können. Können wir denn was basteln, damit wir diesen Sensor mitnehmen können? Schauen wir mal. Nein, nein. Eine Blendgranate könnten wir. Geräuschmacher. Sollen wir eine Blendgranate machen? Wobei, bis jetzt haben wir sie nicht gebraucht. Eigentlich wäre eine Rohrbombe ehrlicherweise lieber oder so eine, oder der Geräuschmacher eben. Aber dafür fehlt uns was. Naja, was soll's. So Rohrbomben sind halt echt teuer. Ja. Ja, Freunde, es ist wieder etwas entspannter. Wir sind mit diesem Part auch am Ende und setzen dann beim nächsten Mal fort, wenn es wieder heißt Let's Play. Oh, sie zittert immer noch am ganzen Körper, oder? Nee. Na gut. Das bist vielleicht auch du. Ich glaube. Ah, sie zittert total. Ja, ja, wenn es wieder heißt, Ralf. Let's Play Together Alien Isolation. Bis dahin. Servus, Freunde. Ciao.